Oh, ne? Sehr große Gegner sind immer fies. Außer du hast Ausweichen 3. Dann musst du dich nur noch mit vor Gegnern in Acht nehmen, die auf Distanzklasse S kämpfen. Du meinst das Distanzklasse H. Nee, ich hab da einen Ausweichen 20 Charakter, der irgendwie Akrobatik 15 auch hat, gestern in der Mittagsrunde getötet. Mit einem Charakter, der Attackewerte von 16, 15 hat und ein paar Hammer schwingt, ohne Sonderfähigkeiten. Nein, er hat einen Wurfschlag Außer eingesetzt. Wurfschlag. Ich wollte gerade sagen, er hat einen Wurfschlag eingesetzt, ja, also. Wurfschlag kann man auch ohne Sonderfertigkeit einsetzen. Stimmt, aber er hatte Wurfschlag, die Sonderfähigkeit und er hatte Attacke 16, Parade 15 und Barunke Hammer. Und damit habe ich dann seinen Charakter Oh, und er hatte Meisterparade, ja? Also, so schlecht war der gar nicht. Ist nicht. Nee. Ich meine, 16, 15 sind jetzt nicht so die überkrassen Werte. Nee, aber wenn du halt auch auf Distanzklasse S gegen einen Distanzklasse N-Typen kämpfst, bist du halt am Arsch, als der Distanzklasse N-Typ. Oder also du kommst irgendwie ran. Zum Beispiel mit einem Ausfall. Ein Ausfall kann man auch eine Distanzklasse zu Ja, weit ansagen. genau, er muss aber feststellen, dass er keinen Ausfall kann, der Abenteuer in die Klasse. Ja. Man kann halt nicht alles haben. Und du hast ihn echt umgelegt? Mir war halt ein Kampf bis zum War ein rondranisches Duell aus dritte Blut? Warum legen zwei Spieler sich gegenseitig um? Das war kein Spieler, das war ein Achso, dieser NSC. Meister. Ach so, ah, okay, ja, jetzt klärt sich das etwas auf. Niklas sollte zu Tode verurteilt werden, er sagte so, nein, ich will ein Götterduell. Und dann, na gut, okay, Duell aus dritte Blut, rondranisch ausgeführt. Sondern gesprochen. Genau, und Niklas hatte eindeutig die besseren Werte. Und hat dann sozusagen aber zwischendurch noch Patzer gemacht, hat sich auf die Fresse gelegt, der Typ mit dem Hammer, na gut, okay. Niklas hat irgendwie so in 4 oder 5 Runden, hat das irgendwann mal einmal geschafft, diesen zu unterlaufen, hat ihn dann sozusagen auf N unterlaufen endlich, Ja, bekam ich dann einen gepatzt. Treffer ab in die Fresse, landete mit Wuchtschla mit hier Wundschutz auf dem Boden. Der Typ machte wieder einen Schritt zurück, Niklas stand nach einigen Kampfrunden wieder auf, der Kampf ging also weiter, aber diesmal wieder in der Distanzklasse S. Und ja, dann hat Niklas endgültig noch verloren, indem er ein paar Mal aufs Maul bekommen hat. Ja, mit dem Wuchtschlag erschwert um 6, der hat mir ja den Rest gegeben. Ja, der Typ hat einen Attacke mit von 16, denkt sich euch nochmal Wuchtschlag 6, oh, zack, Treffer. Und Niklas denkt sich, oh, ich habe Ausweichen 20, ah, weich lieber nicht aus. BAM! Ja, Glück hatte ich an dem Tag auch nicht. Das war sehr rondra-gefällig, das Duell. Ja. Ich habe, glaube So ich, nicht viele Blöcke einmal gefallen sind, getroffen. kann man nur sagen, Rondra hat gesprochen. Ja. Traurig, aber wahr. Und hier der Dings, der Chorgeweihte hat ja auch irgendwie die Tritte aus der Hölle bekommen. Der hat sich einen 31 Trefferpunkte Ausdauer Horusat in die Fresse gefangen. Au. Ich meine, er ist Gurkowald, er hat sich da vermutlich noch drüber gefreut. Hat er sich auf jeden Fall. Aber hat auch nicht gezickt, 31 DPA. Mit einem Tritt. Also in die Fresse war es nicht, es war irgendwie Bauch oder sowas, aber es hat schon richtig gut getan. Hat ihm Bock auf mehr gemacht. Und Una, machst du. Ich meine, sie sind Untote, da geht's ja auf die Masse und in von Toten und Untoten steht, wie Frosty schon sagt, Ja, ziemlich aber. krasse Typen drin. Ja, klar, aber es gibt immer halt wieder so Ausnahmen. Aber wieso sollte man diese Ausnahmen nehmen, wenn man anderen Untoten haben könnte? Weil von Toten und Untoten sind ja nur die mega krassen Typen, irgendwelche super Ultra-Lords. Da sind auch ganz normale Untote drin. Und dann sind auch verbesserte Untote drin, die durch den Nephats beseelt sind und wie man die sozusagen da auch vernünftig darstellen kann, dass man nicht über die Kuppel und Toten aus dem WEZ nehmen muss. Also ich mag von Toten und Toten, ja. Sehr. Ja, ich auch. Aber ich darf in dieser Runde ja keinen Totenbeschwörer spielen. Ja, irgendwo stand mal was von weißer Gesinnung. Ja. Grau ist auch noch in Ordnung, habe ich mir sagen lassen. Ja, weiß oder hellgrau Und Tote beschwören ist ja wohl grau, ja? steht, Dann glaube ich, im müssen wir Gruppenbesuch. keine armen Ruderer mehr anschaffen, können wir noch unsere Skelette rudern lassen. Dann sind wir Aber Tag und Nacht unterwegs. hör mal, wir sind hier nicht in den dunklen Zeiten, aber wenn untote Ruderer funktionieren? Ja. Du musst sie nur vor dem Licht schützen. Ja, ich meine, da unten ist Das sie ja geht eigentlich nur unter Deck, ja. geschützt. Und Tote eigentlich wenigstens gegen irgendwelche Arten von Magie. Naja, Beherrschung, oder? Ich glaube, Illusionen sind auch egal. Ja, sie sehen ja nicht. Also sie haben ja keine Augen in dem Sinne. Ja, wenn Also wir kann ihnen lebend das sind. funktionieren. Ich glaube, es ist dasselbe Prinzip wie bei Dämonen mit den Illusionen. Steht bestimmt bei den Untoten dabei, was da bei denen Ambach ist. Also, was die für Standardeigenschaften haben, so. Ach hier, Mut, Intuition, Gewandtheit. Geil. Mulinge ist doch eigentlich für einen Krieg, für einen Kämpfer traumhaft. Ja, ich träume gerade. Was ist traumhaft? Die Attributswürfe für Pirschjagd, Mut, Intuition, Gewandtheit.
Damit ich werde auch Pirschjäger. Damit kannst du auch mit Fingerfertigkeit 8 der Pirschgott werden. Kannst kaum, genau. Kannst kaum einen Bogen in der Hand halten, aber wenn du erstmal auf der Pirschjagd bist, bist du unbeschreiblich gut. Ja, ich meine, ich habe ja auch Fingerfertigkeit 8, nicht so wie ein gewisser anderer Krieger hier. Du hast ja auch Fingerfertigkeit 8 genommen. Aber du hast ja noch den Vorteil Hitzeresistenz, Hitzeempfindlichkeit genommen, das wird dir Spaß bringen. Ja, ich weiß. Geil, oder? Ich muss mal erstmal 700 AP sparen, um den Shit wegzukommen. Kann man sich akklimatisieren, während man den Nachteil hat? Nein, ich denke nicht. Ich glaube es auch nicht. Weil der Nachteil ja sozusagen die Akklimatisierung das gleiche ist, nur sozusagen noch einen Schritt weiter. Ich meine, das kann nicht jeder mit 2000 Dukaten Schulden rumrennen. Ja, gut, ne? Ja, dafür brauchst du einen SU von 7. Sonst hätte ich auch die Schulden genommen. Und nicht die Hitzeempfindlichkeit. Du hast auch Hitzeempfindlichkeit? Geil! Ja! Ja. Können wir uns ja beide über diese Insel quälen. Die also ich finde, wir schleichen uns durch die Insel und ich bringe dir das dabei bei. Er leidet doppelt so schnell Erschöpfung. Aber nur die zusätzliche Erschöpfung durch Hitze. Ich bin dafür, ich werde einfach auf Myrias Schultern getragen. Außerdem erleidet er doppelt so schnell Erschöpfung und alle Ausdauerverluste, die er im Kampf etwa leiden würde, sind um einen Ausdauerpunkt erhöht. Nochmal, ich habe dich nicht verstanden. Also nachdem er leidet doppelt so schnell. Ach, ich gucke selber ins WDH. Ich wollte sagen, du hast es selber da gucken. Das ist so gut! Maraskan-Irgendwie! Ich glaube, ich werde meine Ice-4 schon durch die Maraskan-Dschungel hinterherziehen müssen an einem Bein. Ich habe den Text aus BDH hab ich im Forum gepostet. Dann irgendwas anderes. Du trägst mich, oder, Johnny? Ja, ich pack dich an einem Fuß und dann ziehe ich dich hinter mir her. Das merkt sich Ice-4. Ja, ey! Die andere Möglichkeit wäre, dich liegen zu lassen. Na? Hat die Eisfee gemerkt, dass das ein Unterschied ist? Du könntest mich auch auf die Schultern nehmen, ja, also. Zum Glück war die hellgraue Gesinnung ja nur für den Start wichtig, ne, Niklas? Ich meine, da steht nur, dass er Menschen kochen lernen muss, nicht, dass er auch Menschen kochen muss. Das sagst du. Also, ich sehe das ganz anders. Wenn man dann will man sie doch auch reinsetzen. Ja, natürlich. Oder nicht. Ich werde mich, wenn wir auf Jagd gehen, schön weit von dir fernhalten. Warum? Das fand ich am Ende in der Suppe. Ach, ich habe gehört, dein anderes Auge sieht sehr köstlich aus. Das erste wurde wohl schon verfüttert. Um das können wir uns auch noch kümmern. Sogenannter Augenbouillon. Genau. Mit ein bisschen Püree von Arm. Ich habe überlegt, ob ich noch aus dem Cthulhu-Vietnam-Buch von 67 erzähle. Lol, mein Magiekund war ja gar nicht eingetragen. Wie gut dann spielen wir sozusagen Marasnam mit Call of Cthulhu. Marasnam. Meets DSA. Marasnam. Achso, du hast ja ganz vergessen, meine Magiekunde einzutragen. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Werde durch Helikoptern abgesetzt. Ja, wäre nice.